Unterbreche die Verbindung zu den Gefühlsdaten des BD-Machers. Sieh dich gerne um. Die Szene gehört dir. Volle Kamerakontrolle in Analysemodus. Beweg dich, zoome, tu, was immer dir einfällt. Stell dir einfach deine eigene kleine Sandbox vor. Okay, Analysemodus. Du steuerst das Playback und kannst bei Bedarf pausieren. Ruf die Konsole auf, um die Pause zu beenden. Versuch es. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Du gehst rein, holst die Kohle, verschwindest und wir verkaufen den BD an die Psychofreaks vom Studio. Ist klar, ist klar. Genial, oder? Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch vor- und zurückspulen, wie du willst. Probier's mal. Spul zurück, ganz bis zum Anfang. Super, sehr gut. Jetzt spul mal vor. Der Plan ist simpel. Keine Stunts, nichts Kreatives. Wir verkaufen den BD an die Psychologie. Okay. Du kannst die Aufnahme auch zurücksetzen. So springst du zum Anfang. Versuch's mal. Okay, jetzt geht der Spaß erst richtig los. Dafür bist du überhaupt hier. Im Analysemodus kannst du die vom Aufnehmenden gesehene Umgebung genauer betrachten und sogar scannen. Achte auf die Pistole, die dieser Schwachmat am Anfang von seinem Kumpel bekommen hat. Scan sie. Der Plan ist simpel. Keine Stadt, nicht mehr die Flucht, nein, die Kohle verschwindet. Psychofreaks vom Studio. Und denk dran, sorg für Action. Die geben es mir. Nimm Kick. Okay, jetzt ab mit dir. Genau hier. Sehr gut, ausgezeichnet. Machen wir weiter. Jetzt aufgepasst. Im Analysemodus kannst du Geräusche und Gespräche hören, wenn der Aufnehmende nah genug dran war. Die Technologie zeichnet absolut alles auf. Auch Dinge, die der Aufnehmende gar nicht wahrgenommen hat. Um die Quellen der Wahrnehmungssignale zu sehen, wechsle zur Soundebene im Editor. Na los, versuch's mal. Okay, gut. Jetzt solltest du mehrere Soundsignaturen sehen. Such dir eine aus und stell sie scharf. Okay, fahr! Jetzt ab mit dir! Kleine Zeiser! Die Ware sortieren, ich übernehme die Kasse. Lutz mir doch den Zwanz, Alter! Und? Was sagst du? Unglaublich. Ernsthaft. Als wäre ich mitten im Geschehen. So funktionieren BD-Aufnahmeimplantate. Sie registrieren alles, alle Elemente im Hintergrund. Dann passt der Editor sie an und hebt sie hervor. Spiel ruhig weiter mit dem Sound rum. Wenn dir langweilig wird, können wir weitermachen. Eine Schale sortieren, ich übernehme den Pass. Nutz mir doch den Zwanz, Alter. Ich hab zwei Geschmacksrichtungen im Angebot heute. Curry und Sir. Alle runter! Los, runter! Ha! Den Boden! Hüpf den Boden für mich küssen! Jetzt! Sonst mach ich dich fertig! Ich schwör's! Wow! Ja, du! Ich! Ich! Jetzt! Ich! Schack dir alle runter! Manchmal kannst du Extra-Ebenen im Rohmaterial analysieren, aus der Cyberware des Aufnehmenden. Und wie? Eve's Cyberware hat zum Beispiel Kiroshi-Optik mit Infrarotsensoren. Dadurch enthalten ihre Aufnahmen Wärmesignaturen. Ha, nicht schlecht. Du kannst auch Menschen scannen. Geh mal näher an die verletzte Tussi ran, versuch sie zu scannen. Also gut, weiter. Scroll zu dem Teil, wo unser Künstler durchsiebt wird. Siehst du? Er hat nichts geahnt, als er abgeknallt wurde. Aber du wirst es. Los geht's. Jetzt kommt das Beste. Siehst du das Flimmerding überm Eingang? Überwachungskamera. Hat bestimmt den Schuss aufgezeichnet. Siehst du gleich. Kamera ist mit dem Screen hinter dem Kassierer verbunden. Spul zurück an die Stelle, wo er im Sichtfeld des Jungen ist. Jetzt scanne ihn. Yes.
Ein Chumba hat ihn erschossen. Bestimmt hatte er das von Anfang an geplant. Auf dem Schwarzmarkt hat er sicher einen Haufen Kohle für so einen BD bekommen. Hardcore-BD-Freaks zahlen Unsummen für echte Nulllinien. Okay, wenn du genug gesehen hast, kannst du jederzeit raus. Beeindruckend, oder? Ein Jammer, dass die meisten BDs, die wir hier bearbeiten, nur zum Palmewedeln was taugen. Okay, bist du soweit? Für die Aufnahme? Weiß nicht. Machen wir Pause. Ich fühle mich immer noch wie der Typ als... Nee, das war's für mich. Wie? Dafür haben wir keine Zeit. Reiß dich zusammen. Okay, okay. Dann mach mal. Muss nur T-Bug dazu schalten. Halt, halt, halt. Wen? Ein Runner aus meiner Crew. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Wird mir sagen, worauf ich achten muss. Ist das ein Problem? Damit habe ich sehr wohl ein Problem. Das war so nicht abgesprochen, Evelyn. Judy, bitte. Ev, sie will einen Runner dazu holen. Was genau verstehst du nicht? Woher weiß ich, dass sie sich nur da reinhackt? Weil ich es dir sage. Ja, klar. Denk an unsere Vereinbarung. Hilf mir, nur noch dieses eine Mal. Und ich verspreche, dass alles klappen wird. Genau wie geplant. Okay, V. Ruf T-Bug an und wir springen rein. Hey, V, was geht's? Buck, hör zu. Ich hab was Nützliches aus dem Compeki Plaza. Ein Braindance. Compeki? Oh, hätte ich mir ja denken können. Ist da jemand bei dir? Unwichtig, T-Bug. Konzentrier dich. Ich brauche dich. Ich hab keinen Schimmer, worauf ich drin achten muss. Ich sehe mal, ob ich dich führen kann. Verbinde mich mit deiner Tech. Jetzt gib mir Zugriff. Öffne Port 1779. Er ist sicher. Gut, ich geh rein. Meine Anfrage sollte bei dir sein, genau jetzt. Hab sie. Bist du soweit? Sekunde. Okay, Verbindung bestätigt. Jetzt nur noch ein temporäres Eis und das war's. Bereit für den Ball. Gib Saft, Judy. Okay, V, Augen auf. Wir müssen rausfinden, wo Yorinobu den Relic versteckt. Dich kann man bestimmt gut ficken, oder? Scheiße, die Kameras sind neueste Tech. Bewegungs- und Wärmesensoren, FFE. Aber für dich kein Problem, oder? Natürlich nicht. Ich brauche nur Zugang zu ihrem Subnet. Die Sicherheitsfirmware ist gut, aber ein paar aufgeregte Vögelchen haben in dem Forum gezwitschert, dass durch dieses Sieb eine Menge Körner sind. Ich generiere ein paar Schlüssel und fälsche die Signaturen. Ich sagte...
Nein! Dafür wird mein Kopf. Rollen. Dann stirb. Ich höre was summen. Belüftung und Kühlung müssen Server sein. Für die Steuerung all der schicken Spielerei hier drin. Was für einen guten Zweck. Ach, ist der bequem. Ich brauche nur noch ein... Hör bei dem Gespräch zu, Vee. Das könnte wichtig sein. Nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. So können wir es nicht auf den Markt bringen. Das werden wir schon sehen. Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher die Risiken erörtern, die mit... Mein Vater ist ein müder, alter Greis ohne Vision. Er denkt, dass sich nichts ändert und er ewig in seiner Eisblase leben wird. Diese Dinge sollte ich nun wirklich nicht hören. Du wirst mir zuhören. Sabulon ist ein verwirrter Despot, der jeden Sinn für Realität verloren hat. Und gefangen ist in der uralten Vision einer Welt, die es nicht mehr gibt, die es nie gab. Seit 20 Jahren sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das heute ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen eingehalten werden. Hast du das gehört? Die Relic-Docks müssen hier irgendwo sein. Sieh dich um. Ein verwirrter Despot, den jeden Sinn für Realität verloren. Wir haben in der uralten Vision. 20 Jahre sind wir nicht mehr einer Meinung. Ich glaube kaum, dass sich das wohl ändern wird. Sieh die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Die müssen. Automatische Geschütze. Neuestes Scannermodell. Alle Systeme mit dem Server verbunden. Kannst du die abschalten? Extern? Nein. Ich muss erst reinkommen und die Links zum System überprüfen. Mhm. Sieht aus, als wären alle Sicherheitssysteme mit dem Hotel-Subnet verbunden. Wir brauchen den Flathead, um diese Systeme auszuschalten. Wir können sie nicht ohne ihn umgehen? Nein. Jedenfalls wüsste ich nicht wie. Was zum Naschen? Wir scheinen das Tablet hat. Ach, Jim. Please. Ja, Ach, ist der bequem. Ich brauche nur noch eine Minute. Nun nicht mehr von einem Raum. Ich bin jetzt hier. Jetzt nicht hoch, wenn er euch ist. Ich sagte, nein! Dafür wird mein Kopf rollen. Das schläft für einen guten Zweck. Noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase. Könnten wir es nicht? Ich brauche nur noch eine Minute. Das Programm ist noch in der Testphase, so können wir es nicht auf den Weg bringen. Schon sehen. Bitte.
Bitte, reden Sie mit Ihrem Vater. Dieses Projekt hat sein Interesse geweckt. Er kann Ihnen sicher nicht mehr vergessen. Wow, ist der Champagner gut. Ist der Geschmack geboostet? Nee, nur der Preis. Den Shampoos, so fühlst du bald auch in echt. Ich glaube kaum, dass sich das ändern wird. Lesen Sie die Berichte. Für den Relic gibt es spezifische Lagerungsvorschriften. Es tut mir leid, dass du warten musstest. Wirtschaftliches kann sehr wichtig sein. Also, was ist denn? Schlafzimmer, Nachttisch. Ich habe eine Idee. Sehr schön. Aber jetzt haben wir nicht. Das ist der Fall. Der ist in einem speziellen Container mit Temperaturregelung. Der Relic muss gekühlt werden. Also muss der Chip im Froster bleiben. Ja, sonst könnte er beschädigt werden. Okay, aktiviere die Thermalerkennung im Editor. So finden wir eher heraus, wo Yorinobu den Chip aufbewahrt. Geladen und gesichert. Gut zu wissen. Vergiss das Teil nicht, wenn du da reingehst. Klimaanlage. Standardmodell für Hotels diesen Kalibers. Temperatur stimmt mit der in den Dokumenten überein. Aber hier wird er nicht sein. Temperaturschwankungen wären zu riskant. Donahue. Scheint, als hätte Mr. Arasaka einen Anlass zum Feiern gehabt. Du meinst doch nicht echt, der ist da, oder? Die Temperatur ist zu niedrig und könnte schwanken. Netter Versuch. Nur ein Edelkühlschrank. Temperatur stimmt nicht mit den Vorgaben überein. Hier findest du nichts. Okay, habt ihr Wärmesignatur. Stimmt mit den Daten in den Unterlagen überein. Yorinobu hat den Koffer hier. Garantiert. Mhm, wir haben ihn. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Verlass den Editor. Hast du alles? Hab genug. Ja. Danke, Judy. Wir haben alles. Bis dann, T-Buck. Gute Arbeit heute. Wir hören uns bald. Ich werde den Cache und deine Daten löschen. Als wärst du nie hier gewesen. Behalt ihn. Ich schreib ihn bei F an. Ein tragbares Gerät, um BDs zu bearbeiten. Deine Kalibrierungseinstellungen sind hochgeladen. Nicht so ausgereift wie das, was wir hier haben, aber es sollte reichen. Und du setzt dich keinem Risiko mehr aus. Gut nachgedacht. Apropos Risiko. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich euch angucke?
Redende, wandelnde Leichen. Die Aufnahme war wichtig, Judy. Der BD erledigt praktisch den Job für uns. Der BD wird unser Tod sein. Verlass dich drauf. Wenn Arasaka rausfindet, dass ihr ihn habt, seid ihr tot. Und ich auch. Judy, beruhige dich. Das wird niemand erfahren. Evelyn, bitte. Keine Abkürzungen. Bei diesem Spiel gewinnt Night City immer. Sei vorsichtig. Sicher doch. Denk dran, wir sprechen uns bald. Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Wie? Eine Sekunde. Wir müssen los. Und? Was denkst du? Glaub, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Konpeki. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast. Und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich hab das im Griff. Vertrau mir. Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt, ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Aus, Miss V. Evelyns Aufnahme aus dem Konpeki war die Mühe wert. Wunderbar. Ibaka hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Ibaka meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Miss V. Gibt's ein Problem? Stanley, die Sonne ist weg. Ja, bitte, ihr seid doch da, oder? Oh,
Unser aktueller Bürgermeister Lucius Ryan wird sein Amt wahrscheinlich weitere 4 Jahre behalten. Laut neuesten Umfragen hat Ryan bequeme 60% Rückstand. Sein Herausforderer Jefferson Perales nur nach einer neuen Strategie umschauen. Scout, zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich hab mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopp ihm das Maul! Raus mit der Sprache, was weißt du? Nicht am Telefon. Lass uns treffen, einen Deal aushandeln. Ein Deal? Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Du Schlampe, denkst du, kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Lass deine verfickten Flossen von mir! Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ja. Nur ich ganz alleine. Es ist wahr. Geht nachsehen. Sofort. Jetzt hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Ich frage nochmal, hat dieser Schwanzlutscher dir Infos verkauft? Ist das der elende Dreckshaufen da? Ist wahr, kenn sich nicht. Allerdings habe ich früher selbst Konvois überfallen. Kenne die üblichen Verdächtigen. Kann dir sicher helfen, den Informanten zu finden. Aber mein jetziges Wissen wird dir in der Hinsicht nicht viel bringen. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Die könnt ihr loslassen. Will wissen, was sie zu sagen hat. Thank you.
Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine Scheißfresse. Was willst du? Ich könnte dir mit den Sicherheitslücken deiner Konvois helfen, damit so ein Fiasko nicht nochmal passiert. Kein Interesse. Also, was willst du? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Klingt zumutbar. Bin dabei. Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du machst einen Fehler. Die Schlampe ist schon so gut wie tot. Und sie wird dich mit runterhalten. Chips sind gesäubert. Wait!